Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Shit. Ja, das ist das richtige Wort. Herzlich willkommen bei The Walking Dead. Was macht der John McCloud am liebsten Samstagabends? Natürlich, er steigt in Kanalisationen. Wer mich besser kennt, der weiß, dass ich eine kleine Abneigung gegen Kanalisation habe. Und in jedem fucking Game kommt sie immer und immer wieder. Jetzt bin ich auch noch alleine. Aber ich habe mich bestens seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Ich habe hier ein Frikadellenbrötchen vor mir liegen. Das werde ich essen, sobald ich mal dazu komme. Also wenn ich gerade sterbe oder so. Und ich habe hier mir ein Bier geholt. Also, man kann mir sagen, was man will. Heute bin ich keine Vorbildsfunktion. Ich muss irgendwie diese Kanalisation überstehen. So, jetzt machen wir aber weiter hier. Ja, die Dame hat es nicht geschafft. Der Rest will anscheinend nicht nachkommen. No going back now. Jo, wenigstens ist hier unten Ruhe. Das heißt, wir gucken uns jetzt einfach mal um. Ich werde wohl mit WASD mich bewegen müssen. So, mal schauen, was es hier gibt. So, in der Ecke anscheinend nichts. Das heißt, Treppe runter. Kanalisation, ey. Wirksam. Immer wieder. Es verfolgt mich regelrecht. Ja, es gibt auch ganz wenige schöne Kanalisationen. No way I can pry that open. Man denke jetzt zum Beispiel nur an, wie heißt's denn? Ach, dieses schöne Anime-Rollenspiel. Eternal Sonata. Das hat eine schöne Kanalisation. Die ist so schön bunt und unrealistisch. Naja. Aber sowas ist selten. Ich muss wohl tiefer absteigen. Nicht rutschen, Lee. Vorsichtig. Hab keinen Bock. Ich sag's noch, Mann. Ja. Willkommen in der Scheiße. Egal. Es kann ja nicht schlimmer werden. Was ist das? Half-eaten sewer rat. Walkers must be down here too. Na super. Willst du mitnehmen? Ja, als Ablenkungsmanöver vielleicht. Ain't touching that. Last thing I need is some god-awful disease. Okay, da hast du natürlich auch recht. Ich mag ja eigentlich Ratten. Solange es keine hässlichen, ja, Kanalratten sind, versteht sich. Aber so richtig tolle Hausratten. Ah, oh, das sind so intelligente Tiere, das ist unglaublich. Ach was, bist einfach nur zu schwach, Junge. Okay, da liegen schon wieder tote Ratten. Das gefällt mir nicht jetzt um die Ecke. Ich höre mal nix. So, was können wir denn da anstellen? It's a drainage pipe. Okay, da willst du anscheinend auch nichts machen. Warum auch? Okay. Interessiert ihn alles nicht? Weiter geht's. Fu, 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 fu. Ich glaube, ich gehe mal da rein. Nee, das würdest du niemals schaffen. Oh Gott, der eine guckt, oder? Schnell da durch. Okay. Ich könnte an dem Rad drehen. Ich weiß nicht genau, warum. Wir gucken es uns erstmal an. Looks like some kind of drainage pipe. Okay, lass das erstmal. Ich guck mal, was da drüben ist. Aber ich werde wohl an dem Rad drehen müssen, um überhaupt weiterzukommen. Aha. Wollen wir da überhaupt hin? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich will jetzt dieses Werkzeuggegenstand noch nicht benutzen. Ich gucke erstmal, was hier passiert. Don't turn anymore in that direction. Ja, dann in die andere. Okay, einfach mal schauen, was passiert. Aha, wir locken die anscheinend weg. Der will eine Dusche nehmen. Oh, shit. Nicht gut. Was ist das jetzt? Können es aufheben? Super, was machen wir damit? Ah, an das andere Teil. Okay, jetzt muss ich aber erstmal irgendwie vorbeikommen.
Habt auch schon eine Idee? Wir gehen jetzt nochmal an diese eine Tür und versuchen die aufzubrechen. Vielleicht klappt's ja. Ja, das war ja einfach. Hat noch nicht mal Lärm gemacht. Ich glaube, wir haben es genauso gemacht, wie es das Spiel beabsichtigt hat. Das heißt, wir gehen jetzt mal da lang. Oder ist da jetzt jemand? Nee, ne? So, und da drüben war ja dieses andere... Nee, wo war denn das andere Ventil? Hier anscheinend nicht. Dann eben in die Richtung. Dann war es da hinten rechts. Ja. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Toll. Haben wir toll gemacht. Und jetzt viel Spaß. Okay, ich hab's wieder nicht falsch. Ja. Ich bin halt immer der Typ, der es erst links probiert. Es wird gespeichert. Toll. Jo, ich würde weggehen. Lili, du bist eine Nummer 1, echt. So, jetzt gehen wir wieder da rein, ist doch klar. Da rein, schneller. Wir wollen nicht mit denen duschen. Ich hätte ja am liebsten die Tür hinter mir zugemacht, aber die hat kein Interesse. Warum wird denn das immer roter? Ich werde doch jetzt nicht verfolgt, oder? Ich hoffe, ich habe hier im Kanal jetzt keinen drin. Okay, wir müssen warten, bis alle vorbei sind, denke ich mal. Und jetzt ist die Luft clean. Ich warte vielleicht noch ein bisschen. Wenn jetzt hinter mir einer kommt, ey, ich kreische. Wie ein Mädchen. Okay, ich denke, die Luft ist klar. Klar. Ah, da ist immer noch eine Schrulle, aber mit der werde ich fertig. Hoffe ich einfach mal. Ja. Eine schaffen wir doch wohl. Was ist mit dem da? Ich hoffe, du bist tot. Ich kann ihn nicht anklicken. Das ist fast schon beunruhigend. Oh, eine... Oh mein Gott. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. Ach du Scheiße, Chuck. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Was macht die Schrulle da? Okay, mit der müssen wir wohl fertig werden. Ach Mensch, Chuck. Ich hätte echt gehofft, den werden wir nochmal sehen, aber ein bisschen lebendiger. Aber ich habe keinen Plan, an welcher Stelle man den hätte retten können. Wenn überhaupt. Ihr könnt es mir ja mal mitteilen. So, Lady. Ich würde sagen, ja. Die machen wir fertig. Was treibt sie denn da? What? Ach Gott. Das ist gemein. Das ist gemein. Lass los. Nee, nicht schießen, nicht schießen. Komm, mach das anders. Nein. Scheiß Steuerung. So. Oh, komm schon. Lass los. Oh. Und jetzt immer am Kopf. Das habt ihr mir die letzten Male des Öfteren gesagt. Immer schön auf den Kopf. Deswegen habe ich auch bei der einen Aktion nicht getroffen. Wobei ich muss ja sagen, die Zombies haben ja überhaupt nicht reagiert. Ne? Also sie hätten trotzdem ja auch... Habe ich echt das Gefühl gehabt, dass das nicht registriert wird. Aber gut, das nächste Mal mache ich den Kopf. So, was war denn da so mörderinteressant? Ist da vielleicht jemand drin oder so? Anscheinend nicht. Ich gucke mir das mal an. Looks like somebody saw the damn thing off. Mhm. Ja, was weiß ich. Nimm's mal mit. No way I could pick that up on my own. Ach, du bist doch... Na egal, was haben wir hier? Those bars are way too solid. Wenn du dein Teil benutzt. I'm not gonna be able to pry these bars with this. Okay, Lee, dann lass es einfach. Ja, guck dir mal dieses Zeichen an. It's just a sign. Mhm. Und da ist der Weg in die Freiheit. Okay, das war ein Satz mit X, aber da hinten ist was. Seht ihr das? Jetzt machen wir das mal weg. Hm. Ja, ich weiß ja nicht. Ein tiefes, dunkles Loch. Da oben, ich will raus. Komm, Lee, probier's nochmal. Damn, I can't reach it. Was war denn? Ach, er hat ja gesagt, alleine schafft das nicht. Dann brauche ich das gar nicht nochmal zu probieren, denke ich.
Nee, komm, bringt nix. Alleine schafft das nicht. Vielleicht finden wir ja noch einen Gehilfen hier. Hm, wir könnten ja mal die Tür versuchen. Okay, die wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Mal gucken. Locked. Fucking perfect. Jetzt stell dich aber nicht so an. Mach das Ding auf. Shit, it broke off. Also, Lee, manchmal, ne? I already tried that. It ain't gonna budge. Benutz deine Beine, tritt sie ein, mach irgendwas. Nee, er will halt da durch, dann gehen wir halt da durch. Ist in Ordnung. Tschüss, Chuck. So. Oh, was haben wir denn da für ein kleines... What the hell? Zimmerchen. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, was aber gut ist, weil da ist ja eine Tür. Ja gut, erstmal die Tür aufbekommen. Aber interessant, das sind Vorräte und so. Ich kann das jetzt nicht irgendwie zum Dingsen, na gut. Wonder if someone's living down here. Ja, wer weiß. Look at all this. It's enough to keep people alive for months. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ich meine, sowas könnte man sich nicht nur wegen einer Atomkatastrophe verbunkern, sondern auch wegen einer Zombie-Katastrophe. Mehrere Monate zu überleben, wer weiß. Vielleicht ist der Virus dann vorbei. Die Untoten sind alle verhungert oder so. Wer weiß, wer weiß. Oder das Militär hat es doch noch geschafft. Aber es ist keiner da. Also wer auch immer diesen Bunker gebaut hat, das hat nichts gebracht. Oh! Hi! Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I came here with a small group hoping to find a boat. I just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Yeah, I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. Ich will es ihm nicht wegnehmen. Können wir nicht reden? Ich will nicht. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before he kills us. Können wir nicht reden? Hätte ich jetzt echt handgreiflich werden müssen und ihm die Waffe abnehmen? Ja, Kugel im Kopf, schön. Jetzt trinke ich mal einen Schluck hier. Ich mache mir was auf und trinke nichts. Okay, probieren wir das Ganze noch einmal. Auch muss ich jetzt die ganze Unterhaltung nochmal machen? Na gut. Der Anfang hat ja gepasst, aber ich muss ihm wohl dann wirklich die Waffe entreißen. Ich denke, ich bleib bei meinen Antworten. Waren eigentlich gut. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're dead. Die Tante da, die Headstone Ende. Deswegen hat er geschossen. Don't lie to me. I know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. Boat. Came here with a small group hoping to find a boat. We just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Yeah, so. I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. Du mich nicht erschießen, mein Freund. Shoot him in the head. Ja. Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed. Die Oma da hinten, die ist total senil und guckt nur blöd. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it, you're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford,
So, jetzt kommt's drauf an. Mach ich halt etwas, was ich nicht machen will, aber ich will überleben. Die Oma da hinten. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Hey, hey, hey! Da ist die Pfanne da, oder was du da hast. Not here to hurt you. You're really not from Crawford? No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? I told you. My group and I were up by the river looking for a boat. Now I just want to get out of here and find them again. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Wir können euch helfen. If you've got sick people here, maybe I can help. Our group has medical supplies. What kind of medical supplies? Oh shit, wir lügen hier. I don't know, all kinds. I'm sure there's something you could use. We'd be happy to trade some for a guide back to where we're staying. Vern, we need medicine. Joyce is in a lot of pain. I can't bear to see her like this. Maybe it's worth the risk. Maybe so. We need you here. Don't worry, I'll be all right. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht anlügen, aber... naja. Man kann ja nicht immer der nette Kerl sein, oder? Und ich dachte, vielleicht haben wir ja wirklich was einstecken. Naja, das war halt Pech. Hätte ja sein können, dass die Gruppe wirklich was hat. Aber wir müssen auch ein bisschen an uns selbst denken. Clementine? Clem? Oh Gott, wo sind die überhaupt alle? Ah, die ist da, okay. Hey, freut ihr mich Molly? Nicht, dass ich da bin, überlebt habe? Oh, hey, you made it back. Ach. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Ja, ja, dein Werkzeug. Nimm's. So. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? I'll need to see those medical supplies. What medical supplies? Sorry, Doc. Had to get you on board somehow. Well... You just get better and better, don't you? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Oh Mann, das muss ich wieder gut machen. Hey, jetzt hilft er uns, obwohl ich ihn angelogen hab. Toller Typ. Danke dafür. Hoffentlich kann er ihm helfen. Was hat er denn? Omid, honey. You're gonna be all right.
Lee brought a doctor. Scheint sie eine Blutvergiftung oder so, hm? All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Ja, wir müssen noch Clementine sehen. Clementine. Clementine? Wie schön, dass wir einer Meinung sind. Zum ersten Mal bin ich im oberen Stockwerk. Ja, dann gucken wir uns hier doch mal in Ruhe um. Das Arbeitszimmer, das Badezimmer und das Schlafzimmer. Okay, und hier links, kann ich hier noch gucken? Nee, anscheinend nicht. Die Kamera geht nicht weiter. Da hinten haben wir noch ein Schlafzimmer. Ein Schalfzimmer. Wart ihr schon mal im Schalfzimmer? Egal. Gehen wir erstmal ins Arbeitszimmer. Clementine, you in here? Where is she? Ich vermute ja, dass sie schläft in irgendeinem Schlafzimmer und deswegen gehe ich auch ein bisschen absichtlich erstmal die anderen Wege lang. Das sind Clementines Bilder. Clem's drawings. But where is she? Ach Mensch, das hat sich ziemlich mitgenommen, als wir den Jungen begraben mussten. Clem, you in here? Naja, warum sollte sie da drin sein, Lee? Sie hat doch jetzt gerade keinen Grund, sich zu verstecken, oder? Also ich untersuche das Ganze hier Clementine? Mehr. Um vielleicht noch was anderes zu finden. Langsam werde ich aber auch ein bisschen unruhig, weil... Es ist gut, wenn sie schläft, hört es nicht, aber... I'll have time to rest later. Vielleicht ist auch irgendwas... nicht in Ordnung. Wir denken an diese Unbekannten, die wir gesehen haben. Ich gehe jetzt mal ins Badezimmer. Clementine, you here? Clem? Okay. Auch im Badezimmer ist sie anscheinend nicht. Ain't got time for that. Ist ja gut. Ganz ruhig bleiben. Wir haben noch ein paar Zimmer. Hello? Ach, du bist... What are you doing? Oh, you know, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Ach, sie ist bei Ben? Dann ist sie wahrscheinlich schon tot. Nein, natürlich nicht. Clem darf nicht sterben. Aber Ben, ey, ich hab so eine Aggresse auf den Kerl. Er hat nicht auf sie aufgepasst. Was hat er gemacht, als Clem gegangen ist, wo ich gemeint habe, dass sie soll da bleiben und auf einmal war sie da gestanden? Ist ganz allein in der Straße rumgedackelt, ey. Oh, dieser Ben, ich würde ihn am liebsten töten. Irgendwann eine Situation mit dem Trottel kommt, ey. Ich werde noch drüber lachen, ohne Mist. Guck doch mal. Don't see her out there. Na, willst du noch mal da oben gucken? Clementine, you up there? Shit, where could she be? Ja, wir sollen nach unten, ich weiß ja. Clem? Clementine? Aber ich möchte jetzt zuletzt noch diese Tür checken. Checken bitte. Hallo? Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone. Ach so. And let the doctor work. Ja, natürlich. Da arbeitet ja gerade der Doktor an unserem Verwundeten. Ja, Chris hat natürlich auch nicht Clementine, auf... Clementine! Come out! Please! Aber das ist doch unlogisch. Warum reagiert Clementine nicht, wenn sie unten sitzt? Kenny? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Toll. Where'd you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us,
That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Okay, nee. Ben ist so oder so nutzlos. Mir fast egal. Macht doch, was ihr wollt. Wo ist Clementine? Meine Fresse, ey. Clementine, where are you? Keiner passt auf die Kleine auf. Sie ist anscheinend überhaupt nicht da. Vielleicht ist der kranke Typ gekommen, hat sie geholt. Ich will mal draußen gucken. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Die wird doch mich hören. Clementine? Clementine! Oh, das gibt's ja wohl nicht, ey. Die kann doch jetzt nicht weg sein. Oh, bitte spiel jetzt nicht ruckeln. Ist gerade so spannend. Ich hasse das. Wenn er immer so seine Ruckelphase inmitten des Videos bekommt. Ich muss mal einen kurzen Cut machen, bis er sich wieder einkriegt. Bis gleich. Okay, scheint wieder zu gehen. Bitte jetzt behalt diese flüssige Animationen bitte auch. Ich will Clementine finden, sofort. Schaut diesen entschlossenen Blick von Lee an. Aber wo soll man denn hin? Wo willst du anfangen zu suchen? Es scheint hier nicht zu sein. Raus will er natürlich nicht. Die Suche wäre ja auch hoffnungslos. Da ist noch das Grab. Aber da ist natürlich nichts. Ja. Bringt alles nichts hier? Ah, da habe ich noch gar nicht geschaut. Oh, wer ist da drin? Clem? Door's covered in vines. Don't think anyone came in through there. Aber wie soll das dieser reingekommen sein? Wie er schon sagt, ist zugewachsen. Oh. Clem! Was machst du da drin? What were you doing in there? Exploring? And look! Look what I found! Ach, Mädchen, du machst mich fertig. Oh, ich hab schon sonst was gedacht, ey, weil... Oh. Cool. Das ist ein Boot, oder? Kenny? This was here the whole time? I know, right? Wie geil! Wir haben ein Boot! Kenny, guck mal! Du träumst nicht. Jo, ne? Jetzt hätte ich auch einen Schluck genommen. Also, das ist ein Grund zum Feiern. Wir haben ein Boot. Es läuft doch mal gut. Ich werd wahnsinnig. Es kann ja nicht immer regnen, wie man so schön sagt. Krass. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound. But he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well? You want the good news or the bad news? Ich kann mir vorstellen, als schlechte Nachrichten, dass nicht alle auf das Boot passen. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there.
Ich weiß nicht. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance? Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Komm gern vom Sterben. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? It's what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. I just don't know. I don't want anyone else to die. Neither do I, Clem, but sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Say what now? You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? I don't think I'll find them in Crawford, Sweet Pea. Why not? Because they're good people. And Crawford is a bad place run by bad people. I don't think they would have stayed in a place like that. How do you know they're good if you've never met them? Well, they raised you, didn't they? Can't I come with you? Ich hab sie lieber bei mir. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay, I'm gonna go get ready. Ich hoffe, das war keine falsche Entscheidung. Aber dann habe ich wenigstens die Kontrolle und kann auf sie aufpassen. Das ist mir viel lieber, als wenn sie mit dem verletzten Omi da in dem Haus abhängt, ganz ehrlich. Wo ein paar Verrückte schon rumgelatscht sind, ein paar Unbekannte. Also so ist mir das doch deutlich lieber. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Assuming everyone makes it back alive,
There ain't gonna be room for everyone. What are you trying to say? Just giving you a heads up is all. Thought you ought to know. Ach, keine Angst, sterben bestimmt noch ein paar. Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Oh yeah, ich hab ja... Hold up just a sec. You ready? Ready. Hey, whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... I'm not leaving her alone in the house with only Omi to protect her. It's just not happening. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Sie hat uns schließlich schon öfters geholfen. Oh, immer her damit. Du brauchst sie nicht. Okay. Ah, bin ich mal gespannt jetzt. Also, ob der Plan gut geht nach Crawford. Ich habe ja echt Respekt vor den Leuten. Das klingt alles sehr gefährlich bei denen. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. So, sorry, ich musste nur kurze Pause machen, weil da so ein Lärm draußen war. Weiter geht's. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet, we stay hidden, and we stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close, that goes double for you. Genau. Keine Erkundungstouren, wenn ich dich schon mitnehme. Bleib ganz dicht bei mir am besten. Erstmal lunzen, ne? Was geht ab in Crawford? Can't get a good look above with the cover on. Okay, ich hab gedacht, das ist vielleicht ein Guckloch oder so. Oder er macht halt so einen Spalt hoch, ne? Ganz vorsichtig. Okay, es war ein bisschen auffällig. Egal. Gut, ich guck mal. Let's go. Ich finde das ein bisschen gefährlich, ja, genau. Weg von den Straßen. Where is everybody? There should be guards patrolling. What? You disappointed? It's just strange, is all. I think I see one. Over there, by the door. Okay. Me and Kenny will sneak up, try to take him out quiet. The rest of you wait for our signal, then follow us over. Everybody got it? Okay, Kenny, let's do this quiet. No shooting unless there's no other choice. Right behind you. Oh Mann, jetzt wird's spannend. Wir kämpfen hier jetzt gegen richtige Leute. Das ist natürlich dann ein anderes Kaliber. Die sind nicht so strohdumm wie die Walker. Na, mal gucken. Wir versuchen, ihn zu überwältigen. Und go. Das... Oder ist das ein Walker? What the fuck? Das ist einer. Wow! Walker doing inside here? Ich dachte, get inside, fast! Ach hey, ich dachte, die Gegend ist sicher, aber... Krass. Also, entweder gibt's Crawford gar nicht mehr, oder das ist eine Falle gewesen. Oh, wir sind in der Schule? I don't think so. I think we're good. For now, at least. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, we are so screwed. No, this is good. Vernon's right. We can deal with walkers easier than armed guards.
I agree. So long as we don't let him box us in, we can still do this. The plan hasn't changed. The plan hasn't changed? Every time walkers show up, the plan changes. Do you even have any idea how many of them are out there? No. You want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Come on. I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ben, du hast immer ein schlechtes Gefühl. Geh einfach in die Ecke und heul. Oh, ich halte es nicht mehr aus mit ihm. Ich bin ehrlich gesagt froh über die neue Situation. Das ist mir wirklich lieber wie bewaffnete Soldaten hier. Andererseits, Masse statt Klasse. Just keep moving. Here. Looks okay. Everybody in. Okay. Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Sieht aus wie eine Silent Hill Map. Just give me a sec. Where would be the best place to look for medicine? Right here. Nurse's station. They were using it as a medical facility. How do you know that? Just makes sense, doesn't it? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. So then we just need a battery. This auto shop. It's right next door. Yep, it's called Herman's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. Okay, that's doch mal ein Masterplan. Tschüss. What about me? What can I do? Du kommst mit mir. I need you to stay here with Ben and Nein! The command center. I'm putting you in charge of it, okay? Lee, das ist Selbstmord. Nein. You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. Warum? I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Nicht mit Ben. Ja, Clementine, pass schön auf Ben auf, ne? Ich will nicht, ich will sie mitnehmen, ich will nicht mit dem dummen Backe da, es kann nur schief gehen. Ah. So, jetzt werde ich es ihm nochmal so richtig einflößen. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? Ja, thanks for the vote of confidence. Ah,
Ist mir egal. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. Mm-hmm. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Look, Ben, I really don't have time for this. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. There'll come a time when he's ready to hear it, but it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Ben, behalt's einfach noch ein bisschen für dich. Ich meine, du kriegst eh keinen Platz auf dem Boot. Da brauchst du keine Hoffnung zu machen. Okay, das wissen sie ja noch nicht, dass die Plätze begrenzt sind. Das ist aber wirklich, als ich das Boot gesehen habe, das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist. Wir sind eine viel zu große Gruppe. Creepy. Allerdings. Might come back for these later. Any reading material would be nice once we get on that boat. Jo, der Fernseher geht bestimmt nicht mehr. No power, no TV. Macht Sinn. Es ist 00:30 Uhr, falls die Uhr überhaupt noch geht. Ich war im Zweifeln. Ich hätte ihm vielleicht auch einen Zuspruch geben können, damit er sich vielleicht ein bisschen selbstbewusster fühlt. Aber bei ihm ist doch wirklich die Hoffnung schon so richtig am Abkacken, oder? How are things going with that door? Slowly but surely. Gut, nur zur Info, du hast da noch ein Mädchen. Pass auf sie auf. Beziehungsweise versuche es wenigstens. So, Mädchen. Wir reden auch noch mal kurz. You okay, Clem? Yeah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kinda miss it, being in school. It's not weird at all. So do I. But you haven't been in school since forever. Hey, I'm not that old. And I used to be a teacher, remember? American history. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Yeah. It may take a while, but yeah. I do. Don't you? I hope so. That's good. You hold on to that hope. It's the one thing none of this can take away. Ja, irgendwann wird's bestimmt wieder normal. Ich bin da eigentlich auch relativ optimistisch. Also das hätte ich auch generell jetzt behauptet. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Ja. The number. Okay. Ob das ein Rätsel ist? Jetzt verstehen wir auch den Code. Sowas haben wir ja schon mal gesehen. Damals haben wir es nicht geblickt. Interessant. Okay. Ja gut, aber letztendlich hat es denen anscheinend auch nicht geholfen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass komplett Crawford irgendwie ausgelöscht ist. Also es gibt bestimmt noch eine Gruppe. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Die haben bestimmt nur ihren... Ja, wie soll ich sagen? Also anstatt dieses komplette Gebiet, was bestimmt schwer zu halten ist, haben sie sich vielleicht auch nur noch auf ein Gebäude oder so beschränkt. Vielleicht sind sie auch hier irgendwo in diesem Gebäude. Wir wissen es ja nicht. Naja, wir werden sie bestimmt noch treffen, Überlebende oder so. Schöner Teppich. Himmel und Hölle. Na, habt ihr das früher auch gespielt? Ich war richtig scheiße in diesem Spiel. Und ehrlich gesagt hat es mir auch nicht so viel Spaß gemacht. So, komm, nimm die Silent Hill Map mit. Nicht? So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Jo. Komm, so, zieh dir nochmal alles in Ruhe an, nur um sicher zu gehen. Oh, der Spielplatz. The fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. If we're gonna find medicine anywhere, that would be the place to look.
Bree said the entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. So, jetzt haben wir uns alles nochmal angeguckt. Doppelt hält besser. Nothing but crayons and construction paper. Okay, ich überlege gerade, ob ich wirklich weiterspielen soll. Also, wir haben ja noch knapp 10 Minuten, aber das wäre halt gerade ein schöner Abschnitt. Ansonsten pinst ihr wieder rum, wenn ich hier einen Cliffhanger einbaue. euch kann man es nie recht machen, wisst ihr? Na, ein bisschen spiele ich noch. Vielleicht gibt es noch einen schönen Abschnitt. Wenn nicht, dann halt nicht. Komm, geh da durch. So, das war schon mal wichtig, denn jetzt wurde gespeichert. Ach komm, wir gucken uns noch so ein bisschen die Schriften an und so. Und bevor die Action losgeht, machen wir einen Cut. Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Ja, so sieht auch irgendwie aus. Soll ich das in meinem crappy Englisch vorlesen? Nee, ihr lest es am besten einfach nur für euch. Ich lasse es lieber. Aber die scheinen für eine gewisse Zeit auch schon sehr durchorganisiert gewesen zu sein. Das muss man ihnen ja lassen. Da hinten... Ah, wartet sie schon auf mich. The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? Ja, ja, ich komme gleich. Ich will gerade den Spind gucken. Nothing in here, I guess. Ich fühle mich echt jetzt gerade wie ein bisschen so wie in Silent Hill. Mensch, diese Kamera, da war doch noch was. Was soll denn das? Ach nee. Der Ausgang zum Spielplatz. Okay, da wollen wir ja nicht hin. Ich möchte mich hier noch in Ruhe umgucken. Been a long time since I had to use one this small. Also, weil man die Map auch so gut sieht, ich kann mir gut vorstellen, dass wir eventuell uns sogar entscheiden können, wo wir hin wollen. Aber eigentlich steht ja der Plan, wo Lee hin sollte. Musst du dir mal auch? Didn't need to use a bathroom anyway. Warum? Ich habe dich noch nie pinkeln gesehen. Also die Steuerung ist gerade ein bisschen seltsam hier. Ah, okay, jetzt geht's wieder. So. Hier sind nochmal die Regeln. Sieht nach dem gleichen aus. Ist das wieder unser Befehlsoberhaber? Ja. Nee, komm, kennen wir schon. Ja. Ich höre Zombies. Ich glaube, ich höre Untote. So, wie heißt die neue? Die ist auf jeden Fall Molly, oder? Ist auf jeden Fall hier lang gegangen. Wahrscheinlich sollen wir zur Gasse. Ich bin mir jetzt gerade selbst nicht so ganz sicher. Ja, ne? Eben noch auf den Plan geguckt, jetzt schon wieder nichts mehr gerafft. So ist der John. Logan. Too bad I don't know the combination to any of these. Probier's einfach mal. Okay, die Kombination von Logan, die scheint noch wichtig zu werden, aber wir haben momentan nichts. Können nichts machen. Ist das Kleingeld? Think it's empty. Those Crawford people probably locked this stuff up somewhere. Okay. So, war hier nicht noch irgendwas? Anscheinend nicht. Wer bist du? Ah. Warum steht ihr da? Warum geht's nicht weiter? Kann ich euch helfen? You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ja, die Krankenstation. Da werden die schon finden, was sie brauchen. Hoffentlich Antibiotika, das ist natürlich ganz wichtig, um diese Infektion bei unserem Omidl loszuwerden. Aber auch generell. Wer weiß, ob wir alle gesund bleiben bei so einer langen Bootsfahrt. Na gut. Jetzt haben wir die Zeit doch ganz gut rumgebracht durch einfach sinnloses Rumgerenne. Andererseits, komm, wir können nicht in die Krankenstation. Jetzt gucke ich mir noch den optionalen Weg beim Spielplatz an, ob es rein theoretisch rausgeht. This must be the way to the playground, where Bree said the fuel was being stored. Thema Benzin. Willst du durch? There hasn't been much time yet. I better let Bree and Kenny do their thing. Okay. Das wollte ich nur sicher gehen. Wir können also doch nicht uns entscheiden. Das wäre natürlich geil, ne? Das ist so, sind so meine kleinen Wünsche einfach für das nächste Walking Dead, was ja definitiv kommen soll. Einfach ein bisschen mehr Freiheit, zum Beispiel, dass man sich selbst entscheiden kann, was will man jetzt holen. Und manchmal auch wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Konsequenzen, beziehungsweise gerade dann, wenn man es selbst entscheiden will, wie hier zum Beispiel mit Clementine, dass man sowas einfach selbst entscheiden darf. Aber nee, das sagt Lee einfach etwas, was ich überhaupt nicht konform bin. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Shell casings all over. Whatever happened here wasn't good. Ja, und was ich mir wünschen würde, dass sie das Spiel übersetzen und nicht so einer komischen Fangroup lassen, die das anscheinend nicht wirklich gut können. Also,
have already been fired. They're worthless. Okay. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, mein Englisch ist auch scheiße. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Translation zu machen. Mit meinem Englisch. Warum haben die... Egal. Ich will nicht mosern. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich richtig drauf, wenn wir hier weitermachen. Ja. Ich denke, das wird dann auch schon wieder das Finale von dieser Episode. Und es ist wohlgemerkt die zweitletzte Episode. Es kann also nur spannend weitergehen. Freut euch also drauf, wenn es weitergeht. In der nächsten Folge von The Walking Dead.